Ehe der Petete. Wie war seine Stimme nochmal? Keine Ahnung. Ausbau vollbracht. Ich habe hier eine Truhe. Ich habe in einer Truhe den Zettel gefunden. Kaum zu lesen. Könnt ihr damit was anfangen? Ja, das müsste das Passwort für die Lichtsäule sein. Merkwürdige Zeichen sind das. Kann ich auch nicht lesen. Na toll. Kennt ihr vielleicht jemanden, der uns aus der Patsche helfen kann? Vielleicht. Mein Schaf Gyros hatte bei der Reise zum Marktplatz in Darmstadt eine kurze, aber sehr aufregende Bekanntschaft mit einem Bock machen dürfen. Mein Schaf Gyros nannte ihn liebevoll Waldemar, weil es im Wald geschah. Auenlandbeutli. Bei dem Stell dich ein, blökte mal etwas von einem Mathematikus hinter einer Zugbrücke. Er soll etliche Programmiersprachen beherrschen. Also soll er Experimente an unschuldigen Lämmern durchführen. Außerdem soll er Experimente an unschuldigen Lämmern durchführen. Ich glaube, ich habe gerade eventuell Edipetete auch verkackt. Nun ist es aber leider so, dass Waldemar nicht jeden Hans und Franz passieren lässt. Oh nein. Er verlangt ein Bündel frisch geprobter Butterblumen und noch irgendwas. Am besten sucht ihr ihn mal bei der Zugbrücke auf. Oh, fände ich Butterblumen. Direkt bei Waldemar wachsen welche. Der ist nur zu faul, selbst zu rupfen. Schub. Wie ihr wünscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Betrachtet die Sache als erledigt. Alles gut. Alles gut. Er hatte keinen Anfall. Bleibe positiv. Der Sommer steht kurz vor der Tür. Von mir aus, was auch immer. So, hallo Schaf. Hallo Waldemar. Lass mich bitte passieren, ich muss über die Brücke. Hinter der Brücke ist verbotene Zone. Wieso das? Was geht da vor? Ein verrückter Wissenschaftler führt dort Experimente an unschuldigen Lämmern durch. Vielleicht kann ich euch helfen, damit das endlich aufhört. Sehr lobenswert. Zeigt eure Loyalität und bringt mir ein Bündel frischer Butterblumen. Mein Ihr Auftrag. Habt einen neuen Auftrag erhalten. Ja, das ist die gelben. Gelben. Jawohl. Ah, hier sind ja die Butterblumen für Waldemar. Ich werde sie nur pflücken und Waldemar bringen. Damit dürfte ich sein Vertrauen gewinnen, der wird mich gewiss passieren lassen. Hier, Waldemar, ein Bündel frischer Butterblumen. Lass mich nun vorbei. Mäh. Da fehlt noch was. Wie ist das denn? Ist das Bündel nicht groß genug? Passwort. Ich verlange das Passwort. Ach, was denn nun schon wieder für ein Passwort? Sag mir, wo es zwischen meinem geliebten Schaf Gyros und mir geschah. Im Wald. Dann dürfte passieren und für uns herausfinden, was der verrückte Forscher für Experimente an uns, unseren Lähmern durchführt. Durchführt. Muss ich schreiben, im Wald oder Wald? Im Wald. Jupp, das passt. Dann ging es auch richtig zur Sache, kann ich euch sagen. Ich möchte es nicht wissen. Da ist doch vielleicht ein Geblöke von Gyros. Junge. Selbst die Baumwipfel schwang im Rhythmus. Gott. Da hat er noch was gesagt, das ich überlesen habe. Also gut, ich vertraue euch, lasse euch passieren. Sagt mir bitte, was der dösige Forscher da genau treibt. Das ist doch eher eine Sache. Und das andere, oh Waldemar. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ihr habt einen neuen Auftrag? Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Sprich jetzt Waldemar anschließend das Ergebnis. Vielleicht kann der Professor auch das Passwort entschlüsseln. Jawohl! Okay. Finden wir es heraus. What? Was war denn das? Was geht hier vor? Mist! Wieder nicht geklappt! Was treibt ihr hier? Warum lasst ihr unschuldige Lämmer explodieren?
Explodieren? Ich lasse doch nicht explodieren. Im Gegenteil, ich erschaffe neues Leben. Also was denn? Ihr pfuscht ein allmächtiges Handwerk. Ich experimentiere an einer neuen, makellosen Schafsrasse. Billy Gates, natürlich. Blütenweiß und wuschig, aber immer ist ein schwarzes dabei. Oh nein, er macht... Nein, nicht schon wieder. Moment, ich versuch's nochmal. Nein, tu es bitte nicht. Jetzt gebe ich mal einen Becher Meister Propel hinzu. Hallo, Fehlschlag. Alle eben kurz zur Seite treten. Achtung, gleich geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, und... Hast du erwogen, einfach nur 4 Stück zu machen? Verdammt, schon wieder ein schwarzes Schaf dabei. Hört sofort auf damit, oder ich hetze euch Waldemar auf den Hals. Ha, geht doch. Was will der Casanova mir schon anhaben? Geh zurück zu Waldemar und berichte ihm von Experimenten des verrückten Professors. Betrachtet die Sache als erledigt. Waldemar, deine Schafsrasse wird ausgerottet. Und, was geht da genau vor? Der idiotische Professor versucht sich als Schöpfer. Er will unbedingt eine neue Schafrasse züchten. Neue Schafsrasse? Wie soll denn aussehen? Lauter wuscheliger, rein weiße Schafe. Keine schwarzen mehr. Ah, es geht entschieden zu weit. Den knöpfe ich mir jetzt vor. Bring aber nicht um. Der muss mir noch was entschlüsseln. Entschlüsseln? Was soll er entschlüsseln? Hier, schaut. Auf diesem Zettel steht ein Code. Den muss er für uns unbedingt entschlüsseln, sonst geht's nicht weiter. Gib her, das presse ich aus ihm heraus. Nun lasst Waldemar mal ran. Thomas Ritz wird hier warten, hoffentlich hat Waldemar Erfolg. Kunschi, geh mal mit. Und Sold werden gezahlt. Ich wollte nach hinten sowieso rüberschauen. Hey, Moment, Leibis. Kein Problem. Aussichtsturm. Ich zeige euch den Weg. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Sofort aufhören damit. Die Welt braucht schwarze Schafe. Keine Regierung ohne schwarze Schafe. Waldemar for President. Machst du gerade einen Boykott? Ist das, was du tust? Ist das dein Widerstand? Oh, ihr habt ja so recht. An die Regierung habe ich gar nicht gedacht. Hier, der Zettel, das Codewort da. Übersetzt das mal. Eine Programmiersprache. Lua, genau mein Fall. Moment mal. Let's sirp. What? Oh nein. geht das auf? Nee. Okay, was will er von uns? Let's ablätzirp. Let's ablätzirp. Loa, wofür soll das gut sein? Das versteht ihr nicht, aber es ist Codewort. Das scheint eine höhere Programmiersprache zu sein. Oh nein. Und? Könnt ihr sie jetzt entschlüsseln? An der Uni Brüttenwaler habe ich mal über diese Funktion ein Referat gehalten. Da waren die Buchstaben allerdings in einer anderen Reihenfolge dargestellt. Ja, habe ich mir gedacht. Ich fürchte, da muss ich passen. Ihr habt den Zettel zurück. Ah, Idiot. Waldemar wird nun von Pommes Fritz leider diese schlechte Nachricht überbringen müssen. Warten wir ab, wer darauf reagiert. Bring das Schaf in die Luft. Schaut in die Ferne. Andere Reihenfolge. Okay, ich habe nämlich schon angefangen, irgendwie rumzumodeln. Mein erster Gedanke war irgendwie Arbeitsplätze oder so, aber da waren zu viele L's dabei. Nur ein L und... Ich habe nur 2 gesehen.
Ich hab, da war nur ein da. Ich habe nur zwei gesehen, das reicht nicht. Schub, mach schneller, Waldemar. Fertig. Sieht her. Und? Habt ihr was erreichen können? Den habe ich mir faul zur Brust genommen. Gyros wird stolz auf mich sein. Das Codewort. Habt ihr das Codewort? Nein, leider nicht. Die unsinnigen Experimente mit Lähmern führten zur Verblödung des Forschers. Immer hat er herausgefunden, dass es sich um Buchstaben handelt. Er werde das Codewort selbst knacken müssen. Viel Spaß dabei. Du Arschloch. Ehrlich, essen wir das Schaf. Ihr wisst nicht zufällig von einer Lichtsäule, bitte. Ja, sowas ähnliches habe ich nicht in der Nähe vor vielen Jahren mal gesehen. Die leuchtete aber nicht und war sehr plötzlich weg. Dafür stand eine Reiterei an der Stelle. Das ist nicht gut. Ich habe einen neuen Auftrag. Hätten wir uns jetzt merken müssen, wo alle Reitereien waren? Bezahlen ihre Steuern. Ihr habt eine neue Herausforderung. Entschlüsselt das Codewort Letzthirp und sucht diese ominöse Lichtsäule oder was auch immer da gerade nicht brennt. Wenn ihr sie gefunden habt, gebt die Chatzeile das korrekte Entschlüsselwort ein. Wenn das Wort richtig ist, wird sie aufleuchten und es versteckt das Schlüssel zum Tor bei Galileo Galle offenbaren. Aber... aber ich habe doch keine Ahnung, wo die Reitereien jetzt alle sind. Gut. Leuchtturm. Leuchtturm brennt gerade nicht. Lichtsäule ist Leuchtturm. Der war noch vorher nicht da. Der ist jetzt entstanden, wo die Reiterei weg war, die weggemacht haben. Gott. Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen jetzt einfach irgendwas finden an irgendeiner Stelle, wo vielleicht mal eine Reiterei stand. Und dann taucht es auf, wenn wir uns nähern. Andere Buchstaben. Reihenfolge. Oh nein. Ja, ist gut. Hopp, ne, ja, meine Freunde. Oh, ihr habt die Lichtsäule gefunden. Ein stinknormaler Leuchtturm. Der redet mit uns, weil ein Schaf drin ist. Geht näher ran und gebt ihm der Raffung eine Zeit für euren Schlüsselcode. Jawohl! Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Okay. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Also ich sehe das Wort letzt da drinne. Am liebsten würde ich sagen, jetzt aber stirb, aber das kriegen wir nicht raus. Rätsel vielleicht? Zahltag. Nee, da hätten wir ein S. Hier ist kein S mit dabei. Es ist Rätsel und nicht Rätsel. Trotzdem hätte man vielleicht letztes Rätsel. Würde auch ein B fehlen. Vielleicht ist mein Gehirn gerade ein bisschen zu gekocht, irgendeine Ahnung zu haben. Okay, was will wir letzter erstmal reinschreiben? Kannst du nicht mal schreiben. Dann ist weg. Ein L, ein E, ein Z, ein 2T.
2ER. Was bleibt dann noch? Es bleibt noch A, R, B, L, I, R, B. Ja, wir haben 2 E's. Boah, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Es ist Zahltag. Ich werde, wisst ihr was? Ich pausiere hier. Ich kann nicht pausieren. Pausiert die Aufnahme hier und wisst ihr was? Nein, wir probieren. Wir können ja so oft probieren, wie wir wollen. Entsprechend schauen wir einfach mal. Wie viele Buchstaben haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Buchstaben. Oh, ich würde mal ein bisschen Zettel und Papier nehmen und einfach damit rumprobieren. Aber so muss ich das einfach so machen. Letzter. Wir haben noch ein A übrig. Wir haben noch ein R übrig. Wir haben noch zwei Bs. Doch noch ein L haben wir auch noch übrig. Wir haben noch ein Z übrig. Wir haben noch ein I übrig. Das klingt irgendwie nicht richtig. Zahltag. Ablzi. Okay, das kann auf jeden Fall nichts mit letzter sein, wenn das die Worte sind, die Buchstaben sind, die wir übrig haben. Was ist wahrscheinlich ein einziges Wort. Ohne Leerzeichen dazwischen. Probieren wir mal mit Arbeit. So, damit haben wir schon mal 6 Buchstaben weg. Was übrig bleibt, ist L, E, zwei Z, ein T, das I ist weg, das, wir haben noch ein B übrig. Geht also auch nicht wirklich auf. Aber wir haben 2 L. Ja, LL haben wir. E haben wir. ZZ. Ein T. Und noch ein R. Kein weiteres I. Schade. Wir haben auch keinen Hinweis, in welche Richtung es sich gehen könnte, nicht wahr? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern.
Ich glaube, mein Gehirn ist gerade bis zu gekocht. Das will ich einfach so abgeben. Ja, gut. Können Sie entfernen oder näher, nehme ich an. Gut. Ja? Ja. Oder habe ich es kaputt gemacht? Wenn ihr meint, ja, ist gut. Jawohl. Ja, wie ihr wünscht. Ja, ist, okay, ich habe es kaputt gemacht. Ja, ist gut. Nö. Ja, ist gut. Wird gemacht. Jawohl. Ja, ist gut. Gut. Jawohl. Okay, ne, ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Okay, wir... einmal was Falsches eingeben. Alter, falsches Passwort. Gib nicht auf. Geh ein Stück zurück und nochmal. Gut. Machen wir. Gehen erstmal ein Stück zurück und dann speichere ich hier und lege eine Aufnahmepause ein. Ich muss die Folge sowieso noch wegschneiden. Wegschneiden und bereit machen rauszuhauen. So. Speichern hätten wir sowieso die ganze Zeit gesollt. Ich kann ein bisschen mehr probieren, aber... Na, passt schon. Wir, liebe Gemeinde, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio! In Ordnung, liebe Gemeinde. Ich bin jetzt wahrscheinlich etwa 15 Minuten später zurück. Und... Ich habe alles versucht. Alles, außer die dämlichste Sache überhaupt. Habe ich vielleicht jemals erwogen, das rückwärts zu lesen? Wenn ich rückwärts lese, sehe ich Britzelbratze. Das ist kein Wort. Aber, was auch immer gerade nicht brennt. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren Britzelbratze. Das ist die einzige Kombination, die ich gefühlt noch nicht versucht habe. Ich hab halt mir so ein Stück Papier genommen, das ganze Zeug da irgendwie drauf gemacht und einfach hin und her geschoben und es kommt nichts Gutes bei rum. Wenn das jetzt das ist, dann kriege ich einen leichten Anfall, aber... Alter. Viele haben schon vergeblich versucht, mir die Erleuchtung zu bringen. Ach, Katze. Keiner hat es bisher geschafft. Doch ihr seid klug und euch ist gelungen. Nein, ich habe einfach alles versucht. Alles. Ihr habt einen Wunsch frei. Gebt mir den Schlüssel. Nennt mir einen Wunsch, der soll ich erfüllt werden. Gewinnt das Spiel einfach. Na gut, wo finde ich Truhe mit dem Schlüssel zum Tor von bei Galileo Galle? So sei es, ich bin des irdischen Daseins satt. Und soll... Mal soll ich leuchten, mal nicht. Alles ist vergänglich, doch mein Licht möge nur und ewig für euch leuchten. Da liegt sie ja. Und schon noch den Schlüssel geschnappt. Und ab zu Fanny Knödel. Sie wird sicherlich schon vergeblich auf mich warten. Vergeblich ist das treffende Wort dafür. Ja, ist gut. Hoch zu ihr. Ach ja, wir sind doch eingesperrt. Winter. Weg hier. Den Schlüssel wollte ich heute wieder zusammenbekommen. So. Ach, toll. Wird gemacht. Na, dann aktivieren wir die Ingame-Beschleunigung. Ja. Ja, erbärmlich wenig. Können wir nicht. Quick Save, neu laden. Weil ich die Aufnahme als wieder gestartet habe, hat das die Sache zerlegt. So, dann gehen wir auf jeden Fall bis zu Fanny Knödel, übergeben ihr den Schlüssel und dann ist das gut. Ja, neu laden. Oh. Was ein beschissenes Rätsel. Einfach rückwärts lesen. Stand irgendwo ein Hinweis darauf, rückwärts zu lesen? Habe ich irgendwo was überlesen? Ist es das? Denn ich habe nirgendwo einen Hinweis darauf festgestellt, dass man Sachen von hinten lesen musste. Das war Lebenszeit, die ich gerne zurück hätte.
Jetzt bringt die Armee minus die Leibeigenen runter zu Galileo Galle für nächstes Mal. Ja. Und ich frage mich, warum wir hier keine Brücken bekommen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Es wirkt irgendwie so, als wenn das gute Brückenplätze wären. Das ist eine Dampfmaschine, die ich nicht mag. Pilgrim, mach Renne. Schub. Ich will eine tatsächliche Aufnahmepause. Wenn ihr meint. Zerbratze, was ist das für ein Wort? Das ist einfach nur. Ja. Ärgere mich ein bisschen darüber. Ich habe den Schlüssel zum Tor bei Galileo Galle. Wir können los. Weg hier. Du hast das Passwort zur Lichtsäule geknackt? Die ominöse Lichtsäule ist ein gewöhnlicher Leuchtturm. Warum sind wir denn schon früher drauf gekommen? Wie lautet denn das Passwort? Ah. Letzter Blitzstirp. Nur von hinten gelesen, also Britzel Bratzel. Wie? So einfach? Egal, wir können los. Geht du mit Pommes Fritz zum Tor bei Galileo Galle. Lasst es von Pommes Fritz öffnen. Fanny Knuddel wird Pommes Fritz folgen. Nein, nein, das ist Zukunftseisens Problem. Gegenwartseisen hat sich das Gehirn weggebritzelt. Der geht jetzt Pause machen. Er hat genug. Er kann sich die Statistiken jetzt ansehen, weil ihr die noch nicht gesehen habt. Da können wir sehen, was wir alles gemordet haben. In der Zwischenzeit. Ehe wir gleich dann wahrscheinlich zum finalen Kampf oder sowas rübergehen. Wird gleich mal nicht für euch in der nächsten Folge. Und für mich in der nächsten Aufnahme. Sehr viele Gebäude, Bauernhöfe, Wohnhäuser und Arbeitsplätze. Sehr schön. 136, 37, 38 Soldaten. Immer irgendwas da drum. Station, Leibis, Arbeiter. Ressourcen. Ja, die laufen halt. 312 Gebäude zerstört, keins verloren. 2320 Leute erledigt und 162 verloren. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Viel mehr Morden, Plündern und was auch immer. Ich beginne bald wieder Kriegsverbrechen zu begehen, wenn es so weitergeht. In jedem Fall, liebe Gemeinde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Allen viel Spaß und Cheerio!